Jo Leute, herzlich willkommen hier beim Terradiac. Heute geht es um das Thema Mauern. Viel Spaß dabei! Für den Mauerbau brauchen wir heute einmal so eine Dämmplatte. Das ist so eine Dämmplatte, die man eigentlich für Fensterbänke verwendet. Findet man im Baumarkt meistens auch im Sanitärbereich. Die ist relativ stabil. Und aus diesem Material werden wir heute unsere Mauerziegel rausschneiden. Das geht relativ schnell. Natürlich wie immer ein Cuttermesser zum Schneiden, ein Lineal. Wir brauchen natürlich für unsere Schrankwand dann wieder ein paar ausgeschnittene Bases. Ein Holzleim natürlich, ein bisschen Stahlwolle für einen kleinen Versuch, den wir dann noch wagen wollen. Ja, und wie immer dann Vogelsand, Flock, eventuell was von unserem Clam Voyage. Da müssen wir dann nochmal schauen. Wir werden also heute 4 kleine Mauern bauen. Das ist ein ganz einfacher Standard. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Und ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Bis gleich. Ein paar Sekunden später. Wir starten mit unserer Mauerkonstruktion als allererstes. Und zwar habe ich das ja wie gesagt schon gezeigt. Wir brauchen hier so ein paar kleine Mauerziegel. Die sind eigentlich relativ einfach gemacht. Ich mache das gerne mal, gucken wir mal, drehen wir das mal. Ich mache das immer gerne Pi mal Daumen. Jetzt gucken wir mal, die werden ungefähr so einen halben Zentimeter in der Dicke haben. Und das ist eigentlich ganz einfach. Wir ziehen, legen unser Lineal an und ziehen einmal nur runter. Das kann man ein paar Mal machen. Ich mache das jetzt nicht für jeden einzelnen Ziegel so. Aber dann haben wir hier so einen kleinen Streifen. Und dann könnt ihr die Mauerstückchen einfach, wie ihr Bock habt, groß, klein, mittel, ganz klein, rausschneiden. Und weil die allerdings dann immer noch so abgefressen aussehen, weil die so eine beschichtete Oberfläche haben, mache ich das immer ganz einfach. Ich nehme die einfach alle in der Hand und reibe sie immer. Wie beim Händewaschen. Der Vorteil ist natürlich, die werden dann irgendwann rund an den Kanten. Ich weiß nicht, ob man das hier mal sehen kann. Hier so ein bisschen so leicht rund. Ein anderer Trick wäre zum Beispiel, ein paar größere Steine in einen Eimer zu packen und diese ganzen kleinen ausgeschnittenen Mauerziegel einfach nochmal reinschmeißen. Das Tolle ist, die haben dann durch die Steine kriegen die dann so ein paar kleine Strukturierungen noch mit rein. Denn jeder Fels oder jeder Mauerziegel sieht natürlich auch anders aus. Jetzt kann man es wieder nicht sehen. So. Davon brauchen wir einen ganzen Sack voll. Ich habe natürlich schon was vorbereitet. Und die werden wir dann gleich auf unsere Base kleben. Doch bevor wir das machen, müssen wir unsere Bases erstmal zurechtschneiden. Da sind wir auch schon wieder. Ich habe das jetzt erstmal mal mit 2 fertig gemacht. Das ist jetzt kein Hexenwerk. Ich habe die jetzt einfach ganz normal geschnitten. Sind ein bisschen eckig. Ist allerdings auch gar kein Problem. Ich habe dafür einfach nur eine handelsübliche Küchenschere benutzt. Ja, wie wir schon auf unserer rechten Seite sehen, haben wir natürlich ganz viele von diesen kleinen Mauerziegeln gemacht. Und das ist eigentlich auch ganz einfach. Die müssen wir nur jetzt in einer geraden Linie hochbringen. Und zwar, ich zeige euch das jetzt auch mal. Wir sehen hier so 2 Stellkanten. Diese Stellkanten brauchen wir später, um eventuell mal eine Mauer auch mal an der Ecke mit dran zu stellen. Man kann natürlich auch 90 Grad Winkel schneiden, das bleibt jedem selber überlassen. Ich mache das jetzt erstmal so und dann schauen wir uns das mal an. So, wichtig ist natürlich, dass ihr immer unterschiedlich lange Mauerstückchen nehmt. Wie gesagt, das ist ja auch eine sehr einfache Mauer. Die kann ruhig krumm und schief sein, gar keine Frage. Und das macht den Charme letztendlich dann auch aus. Wir müssen jetzt mal schauen, dass wir hier nicht so viel Holzleim verwenden. Denn wenn das dann später rausquillt, sieht das doof aus. Ist nicht weiter dramatisch, dann können wir dagegen vielleicht auch noch ein bisschen was unternehmen. Aber im Großen und Ganzen sollte das schon irgendwie passen. Der ist jetzt ein bisschen zu kurz. Mal gucken, vielleicht machen wir mal ein bisschen länger. So, hier
müsst auch nicht hundertprozentig immer Stein auf Stein kleben. Aber ich sag mal so, sieht das eigentlich schon ganz ordentlich aus. Ich mache das jetzt hier nochmal fertig. Ich benutze auch hier in dem Fall immer nur drei Reihen. Das hat den Vorteil, dass die Figuren, die schießen können in euren Tabletops, die könnten darüber noch hinweg gucken. Es sei denn, man macht das jetzt so wie bei der Herr der Ringe. Dann da gibt es dann auch noch die Hobbits. Und die Hobbits, die sind natürlich ein bisschen kleiner. Und die würden wohl oder übel dahinter dann sich verstecken können oder nicht darüber schießen können. Passiert, sollten sie dann ein paar mehr Fruchtzwerge essen. Flachwitz. Und ich sag mal, so schaut das jetzt aktuell aus. Das ging relativ schnell, das muss jetzt trocknen. Ich packe das dann mal wieder in den Ofen. Immer noch 80 Grad, immer noch 5 bis 10 Minuten. Und dann schauen wir mal, wie fest das letztendlich dann noch wird. Ihr seht, das ist noch eine kleine Friemelei. Das mache ich jetzt noch mit den anderen dreien. Und dann schauen wir uns gleich wieder. Irgendwann später. Ja, wieder zurück auf der Werkbank. Wie wir sehen, haben wir hier jetzt vier in etwa gleich lange oder auch gleich hohe Mauerelemente. Jetzt steht es uns an sich frei, wie wir anfangen wollen zu arbeiten. Wir können zuerst die Base machen, wir können aber auch zuerst den Stein machen. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, den Stein fertig zu machen. Da nehme ich natürlich wieder meine Paste, die ich hier gemacht habe. Warte, ich zeige euch die gleich nochmal. Ja, das ist immer so eine Geschichte. Hier müssten wir wahrscheinlich ein bisschen feuchter arbeiten, weil ihr seht hier diese Paste, dieses Braun mit dem Sand und dem Holzleim dazwischen, das lässt ein bisschen was von der Steinstruktur verschwinden. Das ist nicht gut. Ansonsten in jede Ecke halt nochmal rein, tief reingehen, ein bisschen besser aufdrücken und dann, so funktioniert es doch schon. So, das mache ich auch mit der anderen Seite. Und dann ist die Frage, wie wir das weiter bemalen. Ihr kennt das ja aus dem Hügel-Video schon. Ich bin immer so ein Freund von Wet-in-Wet-Blending. Ich denke mal, das werden wir auch hier durchziehen. Nur wichtig ist, dass wir erstmal hier eine ordentliche Struktur hinkriegen, beziehungsweise einen ordentlichen Farbübergang hinkriegen. So, finde ich ziemlich gut. Es muss nicht hundertprozentig überall sein. Wenn wir hier so ein paar graue Stellen zwischen haben, gut, das hat er jetzt nicht, aber wenn wir ein paar graue Stellen dazwischen haben, dann kann das auch schon andere Farbgebung geben. Wenn wir später dann diese Wett-in-Wett-Geschichte machen. Ja, eigentlich kann man auch nur so machen. Das ist eigentlich auch eine ganz gute Idee. Genau. Einfach nur ein bisschen weniger drauf. Ja. Okay, so. Immer nur ein kleines bisschen. Ja, das werde ich jetzt mit den verbleibenden Mauerelementen jetzt auch noch so durchziehen. Und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn die Mauerstückchen getrocknet sind. So, da sind wir auch schon wieder. Und den ersten Step, den ich mache, ist wie in dem Hügel-Tutorial. Ich werde wieder ein paar Zitadellfarben nehmen. Hier wieder Talan Sand. Hab das hier schon mal ein ziemlich etwas flüssig gemacht. Und das werde ich jetzt erstmal überall, also im Tupfen, auftragen.
Das Modell ist nicht ganz trocken. Ups. Das ist nicht ganz trocken, hat aber auch keinen Vor- oder Nachteil. Ja, also auf jeden Fall kein Nachteil. Vorteil auf jeden Fall. Man kann hier so ein bisschen tupfen. Kann es auch ein bisschen wässriger noch machen. So. So, dann haben wir hier nämlich schon mal so ein paar Highlights drin. Da ist jetzt ein bisschen viel natürlich getupft. Okay, jetzt gucken wir, machen wir mal hier nur so ein bisschen. Zack, zack, zack. So, das ist dann Nummer 1. Schritt 2 sind natürlich jetzt wieder andere Farbtöne. Ich nehme natürlich auch wieder Castellan Green von Citadel. Kleine Anmerkung nochmal dahingehend, Citadel-Farben sind relativ teuer. Also eine Abtönfarbe, eine stark verflüssigte Abtönfarbe, die reicht dir im Regelfall aus. Nur habe ich jetzt aktuell halt nichts da. Aber das, wie gesagt, das ist jedem dann letztendlich selbst überlassen. Was man hier schon mal leicht sehen kann, na gut, können wir mal gucken. Hier ist eine leichte Sandstruktur mit drauf. Das ist aus dieser Farbe, also aus dieser Abtönfarbe mit dem Sandgemisch. Das wirkt an sich ganz cool. So, jetzt gucken wir mal. Wenn wir hier ein bisschen Grün mal mit rein, hier, zack. Wie gesagt, nicht jeder Stein ist immer gleich. So, ein paar Grüntöne. Machen wir hier auch noch mal ein bisschen was Grünes. Machen wir noch mal ein Stück weit flüssiger. So. So. Dann haben wir hier unser Grün schon mal. Als nächstes nehmen wir wieder noch mal was Helleres rein. Push up die Bone. Werden wir später auch mit Trockenbürsten oder weiß, ich weiß es noch nicht genau, aber bei Steinstrukturen, wie gesagt, die Natur gibt uns da keine Regeln letztendlich und damit werden wir dann, denke ich mal, auch gut klarkommen. Und wieder hier noch, oha, hier nochmal was rein, das ist ein bisschen zu, so. Mal gucken, mal tupfen wir hier auch nochmal drauf. So. So, das ist dann schon mal Nummer 1. So. Das blinde Zweizer sind, aber wie wir hier sehen, das ist schon relativ naturgetreu. Wir können natürlich auch noch einen Rotton mit reinarbeiten. Das möchte ich aber an dieser Stelle erstmal nicht machen, weil Rot ist zwar auch natürlich irgendwo zu finden, klar, aber eigentlich eher noch so in Felsen ist das drin und nicht in gehauenen Steinen. So, jetzt noch ein bisschen, weiß nicht, ob wir das mal kurz schauen hier, ein bisschen Schwarz mit bei. Irgendwie so ein bisschen hier oben auch nochmal. Oh, das ist. Kleine Modelle sind immer ein bisschen unhandlicher. So, guck mal, so. Dann haben wir erstmal so was. Ist ein bisschen hell. Dann lassen wir das jetzt aber erstmal schön trocknen. Das mache ich jetzt mit allen drei verbleibenden Modellen. Und dann gehen die jetzt gleich in den Ofen nochmal rein und dann schauen wir mal, was bei rumgekommen ist. 2 Stunden später. So, das hat jetzt ungefähr 7 Minuten gedauert. Wir sehen hier das Material von unserer Schaumpappe. Das ist schon ziemlich trocken. Also gucken wir mal hier, man sieht nichts. Wir werden das Ganze jetzt erstmal beflocken. Das kennen wir handelsüblich. Das Tolle ist, weil das jetzt hier schon so trocken ist, können wir es oben anfassen. Und wir, also mal gucken, der Pinsel ist ein bisschen feucht. Wir beflocken das Ganze. Das Coole ist, ihr könnt theoretisch ein bisschen Farbe mit reinmischen. Dann kriegt die Base natürlich gleich einen ganz anderen Anstrich nochmal nach unten hinweg. Der Holzleim, der trocknet ja sowieso durchsichtig durch. Von daher machen wir uns da keine
halten wir uns da nicht lange bei auf. So, was haben wir hier? So, beim Flock sind der Fantasie natürlich wie immer keine Grenzen gesetzt. Ich gehe jetzt einfach mal hier in, weglegen hier, in so zwei verschiedenen Töpfchen mal rein. Und mache jetzt mal, guck jetzt mal, das kann ich ein bisschen besser sehen. Ich riesel, lass das einfach mal von oben mal runter rieseln. So, das ist dann Nummer 1. Das sieht jetzt noch ein bisschen lieblos aus, da fehlt natürlich noch ein bisschen Farbe von den anderen Flocksorten. Ich mache das mal so, tupfen wir hier mal so ein bisschen mal rauf. Dann machen wir vielleicht den Holzler mal ein Stück flüssiger. So, machen wir hier ein bisschen. So, ja, nur so ein bisschen. Ihr könnt auch ruhig ein bisschen das Mauerwerk mit angreifen, das ist alles gar kein Problem. So, dann gehen wir mal in einen dunkleren Flock über. So, jetzt gucken wir mal, dass das auf der Kamera auch gut zu sehen ist. So, wir beflocken das einfach nochmal. So und so. So, lassen das ein bisschen raus. Ihr seht, hier ist so ein bisschen, hier liegt es jetzt so ein bisschen an den Steinen mit dran. Das ist aber kein Problem. Genauso wie wenn hier mal so ein bisschen Flock dann in die Rillen fällt, das ist auch kein Problem, das fällt beim Spielen eigentlich gar nicht auf. Ihr könnt es natürlich, wenn ihr piekfeine Mauern haben wollt, die natürlich auch sauber machen, gar keine Frage. Wir lassen das jetzt aber so. So, noch ein bisschen tunken an jeder Seite und rein theoretisch müssten wir jetzt nur noch trockenbürsten, dann wären die einsatzbereit. Das ist aber noch nicht der Fall. Ich werde jetzt erstmal die anderen weiter nochmal beflocken und dann gehen wir zu unseren kleinen Highlights über. 3 Stunden später. So, ich habe ja gesagt, dass ich was mit der Stahlwolle vorhabe. Und zwar ähnlich wie in dem Büschi-Video möchte ich einfach mal, dass so ein Busch in so eine Mauer wächst. Ich habe es jetzt mal sporadisch mal grau gelassen. Ich hätte sonst das nämlich vorher noch grundieren müssen oder besprühen müssen. Darauf habe ich jetzt aber keine Lust gehabt. Und von daher machen wir das jetzt mal so. So, jetzt gucken wir mal. Ist das wieder hier wieder ordentlich nass? Sieht eigentlich ganz cool aus. Sieht so gefrostet aus. Wir werden das dann wieder mit einem Grasflock dann fertig machen. Ich habe hier eine kleinere Dose mal genommen und dann auch hier werden wir, jetzt müssen wir nämlich gucken, wir müssen in jede Ritze wirklich rein, denn ansonsten schimmert das Grau durch. Für Liebhaber ist das natürlich ein Todesurteil, dann muss die Stahlwolle natürlich auch braun besprüht worden sein für das Astwerk darunter. Aber ansonsten geht das auch so. Ich werde jetzt hier noch ein paar, wir sehen das vielleicht hier mal schnell, so, mal auch ein paar andere Farbtöne mal mit einarbeiten. Also all das, was jetzt hier noch auf dem Board liegt. Aber ansonsten finde ich das schon so, wie es ist, eigentlich recht gelungen. Genau, gibt natürlich hier noch ein paar Ecken, die sollte man tunlichst noch mitnehmen. Deswegen ansonsten, wenn sich alles wunderbar denkt, einfach wieder ein bisschen Haarspray drauf und weiter geht die wilde Fahrt. So, ihr könnt natürlich das Flock auch später dann wegkippen, aber ich empfehle euch grundsätzlich immer irgendwie einen Auffangbehälter drunter zu legen. Das ist einfach schade, wenn hier Flock verschwindet wird. So. Ein bisschen hellere Akzente noch. So, und jetzt können wir mal gucken. Ihr seht, wir haben hoffentlich mal hier ein paar hellere, ein paar dunklere Akzente drin. Und das ist auf jeden Fall schon mal ein prima Geländestück. Es ist noch nicht ganz fertig, wie gesagt, das muss ja noch trocken gebürstet werden. Aber das kann man eigentlich schon verwenden. Ja.
ich habe dann natürlich auch wieder so eine kleine Bäumchen fertig gemacht. Diese hier. Finde ich, ist ein ziemlich cooles Highlight. Wir werden jetzt mal so einen kleinen hier verwenden und werden den noch an die Mauer irgendwie mit anbringen. Und zwar irgendwo, wo ein kleines Loch ist. Gucken wir mal, da. Kommt hier was raus? Aus dem Sekundenkleber kommt nämlich nichts mehr raus. Also schade. Probieren es nochmal. Doch, es kommt mittlerweile. Ja, es ist was rausgekommen. Sehr gut. Und dann versuchen wir einfach mal dieses kleine Astloch hier zu, oder das Mauerloch zu benutzen. Das ist natürlich jetzt alles noch relativ frisch, aber wie wir sehen, da muss er natürlich noch ein bisschen fest werden. Wir sehen, wir haben jetzt hier eine Hecke, ein Busch und da wächst auch ein kleines Bäumchen raus. Ich finde, genau, hier, das schon mal. Das kommt tatsächlich auch daraus. Also ich finde, dieses Geländestück, das kann man so wie es ist eigentlich schon echt geil benutzen. Wie gesagt, wir müssen es halt nochmal trocken bürsten. Und schauen wir mal, ob wir noch ein paar Steine vielleicht hervorheben. Aber ansonsten im Großen und Ganzen bin ich damit schon sehr zufrieden. Natürlich gibt es jetzt auch noch die anderen Varianten mit unserem Camouflage. Das könnte man hier irgendwie noch mit bei packen. Ich meine, vielleicht hier, na gut, das ist jetzt ein krasser Unterschied, aber vielleicht mit einem helleren Ton, sag ich mal, hier irgendwie was mit beimischen, damit das aussieht, als ob der Baum aus dem Busch wächst. Da müsste man mal gucken, wie man das am besten regelt. Ich mache jetzt, wie gesagt, die anderen noch fertig. Ja, genau, das passt schon. Und dann sehen wir uns das Endergebnis an. Trockenbürsten brauche ich euch, glaube ich, nicht zeigen. Das kennt ihr alle schon. Von daher sehen wir uns beim Endresultat. Bis gleich. Eine Stunde später. So, sind wir jetzt auch am Ende angekommen. Das sind unsere 4 Goldstücke. Ich sag mal, ist eine handelsübliche, ganz einfache Mauer. Aber die Details machen es letztendlich dann aus. Wenn man mal hier mal schaut. Ein ganz normaler Baum, der nochmal aus so einem Busch wächst. Oder hier so eine Hecke mit Busch dran. Das wertet das Ganze schon optisch richtig gut auf. Wenn wir jetzt mal schauen, wir können jetzt mal hier mal nehmen wir mal alle mal ran. Sehen wir, haben wir eine relativ einheitliche Mauer. Mal hier gucken. So, ja. So. Und die sieht doch schon nach einer Mauer aus. Das Tolle ist, es müssen ja nicht immer nur Mauer an Mauer sein. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit hier mit Zaun. Guck mal hier. Mit Zaun und Mauer. Das sieht eigentlich auch recht witzig aus. Oder hier mit, weiß nicht, hängen wir da noch einen Busch mit dran zum Beispiel und dann hier, so, gucken wir mal, das sieht doch alles aus wie aus einem Guss. Ja, diese Mauerelemente, die sind eigentlich relativ einfach zu bauen, das habt ihr ja gerade gesehen. Sie nehmen auch überhaupt keine Zeit in Anspruch. Ich würde euch aber raten, um mal eine Spielfläche damit zu gestalten, so 8 bis 12 Mauern auf jeden Fall mal zu machen. Später werden wir ja auch noch Felder bauen, dann könnt ihr damit auch die Felder mit einzäunen und so weiter. Also das wird auf jeden Fall richtig gut werden. Naja, im Größenverhältnis kann ich nochmal zeigen. So, das sieht gut aus. Die Modelle könnten theoretisch auch rüberschießen. In der Actionaufnahme, sage ich mal. Ja, was heißt Actionaufnahme, aber wenn man sich das mal so anguckt, man sieht schon, das kann schon richtig geil aussehen. Ja, mir hat es wieder gefallen. Ich hoffe, ihr habt wieder was gelernt bei. Es ist relativ einfach. Ich habe gut jetzt für diese 4 Stück habe ich etwa, ja, ohne Drehzeit, reine Arbeitszeit, etwa eine halbe, dreiviertel Stunde gebraucht. Wenn ihr natürlich mehrere Mauern macht,
wird das natürlich ein bisschen länger dauern, aber im Verhältnis, sage ich mal, so 10 bis 12 Mauern innerhalb von anderthalb Stunden kriegt ihr auf jeden Fall hin damit. Ja, wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, natürlich wieder ein Like da lassen, Daumen nach oben ist klar, teilen. Ja, und dann auf jeden Fall auch wieder Bilder reinschicken auf der Facebook-Seite etc. Ich will eure Mauern auch mal sehen. Habt ihr Verbesserungsideen und Wünsche und so weiter, dann schreibt mir das. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Euer Terrangian.